Boah, es gibt schon relativ viele Items in Pokémon. Aber auch bei den Items in Pokémon gibt es schwarze Schafe. Heute stelle ich euch mit Pokémon Tutorial TV die 5 nervigsten Items in Pokémon vor. So. Platz 5. Platz Nummer 5 belegen die Bären im Pokémon. Kennt ihr das, wenn ihr mit einer Person im Pokémon spricht und sie euch sowas sagt wie: "Ey, ich habe da etwas für dich." Und sie euch dann nur eine verfickte Bäre geben will? Es gibt natürlich auch Bären, die nützlich sind, wenn man zum Beispiel vergiftet ist oder so, aber hey, sie nerven fucking verdammt nochmal. Zudem gibt es sie schon seit der 2. Generation und sie existieren immer noch. Also muss Game Freak ja irgendwas an ihnen toll finden. Nur was, weiß ich nicht. Platz 4. Diesen Platz teilen sich gleich zwei Items, nämlich das Fokusband und der Fokusgurt. Wir beginnen erst mit dem Fokusgurt. Dieser bewirkt, dass wenn das Pokémon volle Kraftpunkte hat, es von einer Attacke, die es besiegen würde, nicht besiegt wird, sondern mit einem Kraftpunkt überlebt. Und zwar zu 100%. Das heißt, wenn ihr das Pokémon nicht gerade verbrennt oder vergiftet, könnt ihr damit sicherlich rechnen, dass das Pokémon im nächsten Zug eine gemeine Attacke ausführen wird. Aber auch der Fokusband kann relativ nervig sein, denn Fokusband bewirkt, dass bei jedem Treffer das Pokémon zu 10% mit einem Kraftpunkt mindestens überlebt. Das bedeutet, wenn man Pech hat und eine richtige Pechsträhne bekommt, kann es sein, dass Fokusband mehrmals hintereinander wirkt und ihr immer wieder dieses Pokémon mit einem KP auf dem Spielfeld seht. Ein wirklich nerviges Item. Platz 3. Und auf Platz Nummer 3 befinden sich die Tränke. Ja, ja, die Tränke. Sie können einem sehr nützlich sein und aus der Patsche helfen. Aber genauso gut wie sie euch helfen können, können sie auch dem Gegner helfen. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid in einem Top 4 Match und ihr habt es nach mehreren Versuchen endlich mal geschafft, ein Pokémon zu paralysieren oder zu vergiften. Da muss der KP-Bank nur ansatzweise im roten Bereich sein und die setzen direkt mal eine fucking Top-Genesung ein. Das nervt fucking verdammt nochmal. Platz 2. Auch diesen Platz hier teilen sich zwei Items, nämlich das Heiß- und das Toxic-Orb. Heiß-Orb bewirkt, dass der Träger verbrannt wird. Wiederum bewirkt Toxic-Orb, dass der Träger schwer vergiftet wird. Was sich hier als ziemlich nerviges Item entpuppt, was meistens einem eigenen Nachteil bringt, kann aber auch einem eigenen Pokémon durchaus Vorteile bringen. Populäre Beispiele sind hier zum Beispiel Skogro und das liebe Pokémon Schwalboss. Es kann aber auch passieren, dass ihr das Pokémon gerade nicht benötigt und dementsprechend mit Wechseldich oder Trickbetrug das Item mal schnell dem Gegner unterjubelt und ihm so mächtige Probleme zubereitet und ihr ihm einfach mal zum Beispiel eine Überreste wegklaut. Ein sehr netter Deal, wie ich finde. And finally, Platz Nummer 1. Und das nervigste Item ist Überreste. Wer hätte es gedacht? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr den Gegner 4 KP abzieht und kurz davor seid, ihn in die Knie zu zwingen? Ja? Und kennt ihr das, wenn das Pokémon Überreste trägt und jede fucking Runde ein 1/16 seiner KP regeneriert? Ja? Und kennt ihr das, wenn das Pokémon dann auch Schutzschild einsetzt und ihr eine Runde es nicht angreifen könnt und ihr dann nochmal durch Überreste KP regeneriert? Ja? Und kennt ihr das, wenn das Pokémon dann noch Gigasauger einsetzt? Na, kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja? Dann habt ihr bestimmt schon mal Pokémon Tutorial TV's fucking Visa Flow gesehen. Und by the way, das Item ist nervig.